Hallo, hier ist wieder Tristan aus Hannover, diesmal mit einem kleinen Workshop. Ihr wisst ja, ich bin selbst schon oft reingelegt worden und ich will natürlich verhindern, dass euch das auch passiert. Wenn man zum Beispiel in einem neuen Internetshop bestellen will, muss man heutzutage sehr vorsichtig sein. Es häufen sich ja die Meldungen, dass es Shops gibt, die nur den Zweck haben, Vorkasse von Leuten zu kassieren und dann natürlich nichts zu liefern. Wenn die Leute dann nachher skeptisch sind, rufen sie den Shop wieder auf nach ein paar Tagen. Und den Shop gibt es nicht mehr. Das Geld ist futsch. Da wäre es auch wirklich interessant, wenn man weiß, wie alt dieser Shop schon ist, beziehungsweise wie alt die Domain des Shops ist. Denn das kann der Anbieter keinerzeit beeinflussen. Es gibt also ein Tool, was sich in den Browser integriert. Und wenn man die Webseite dann aufruft, wird im Browser immer das Alter dieser Domain angezeigt. Und ich finde das ganz nützlich, dieses Tool. Und das will ich euch heute vorstellen. Es ist das Tool von Netcraft, was ihr auf der Internetseite von netcraft.com findet. Das ist kostenlos, integriert sich wie gesagt in den Browser. Es gibt es für Firefox, Windows, Internet Explorer Windows und Firefox Mac. Ich habe das jetzt mal auf dem Firefox Mac installiert. Das kann man ganz einfach machen, indem man die Seite von Netcraft aufruft und dann hier auf das jeweilige Icon klickt. Dann installiert sich das automatisch, ist wie gesagt kostenlos, kleines Tool und das sieht man hier oben in der Leiste. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Seite von YouTube gehe, dann sehe ich hier oben, dass die seit April 2005 online ist. Wäre das jetzt zum Beispiel ein Shop, der mich betrügen wollte, der vor 14 Tagen seine Domain angemeldet hat oder von mir aus auch vor 4 Wochen, dann kann man hier schon skeptisch sein. Muss nicht sein, kann aber sein. Zum Beispiel eBay seit Mai 1998, wie man hier sehen kann. Ich finde das ganz spannend, das Tool. Und ich würde euch empfehlen, das mal auszuprobieren, zumal es kostenlos ist und es schützt so ein bisschen vor bösen Buben. Wenn man hier zum Beispiel auf das Alter der Domain klickt, wie in diesem Fall April 2005, dann kommt man auf eine Extra-Seite, wo man halt noch viel mehr Informationen über die Domain bekommt. Das Alter, wie gesagt, die Anmeldeadresse, wo die Domain registriert ist, die ganze History und so weiter. Es ist wirklich interessant. Ihr solltet es wirklich mal ausprobieren und vielleicht hilft es euch auch bei euren zukünftigen Einkäufen im Internet. Ich wünsche euch was. Bis später.